Flachbettlaser werden irgendwie immer beliebter. Die Firma MECPO hat mir diesen X3 Pro mit 10 Watt Laserleistung kostenlos zur Verfügung gestellt, um ihn für euch zu testen. Das Gerät kommt mit einem Air Assist und einigen Sicherheitsfunktionen, wie man hier im Bild sehen kann. Das Gerät soll tatsächlich knapp über 200 Euro nur kosten. Kann das was sein? Wir werden es heute herausfinden. Angegeben ist das Gerät, wie gesagt, mit 10 Watt Laserleistung. Die Luftpumpe schafft bis zu 30 Liter in der Minute und ist regelbar. Ein fixierter Fokus ist verbaut. Er hat einen Sicherheitsstop, einen Flammen- und Tiltsensor und dementsprechend natürlich auch einen Alarm. Das ist dieses rote Lämpchen hier oben. Dann haben wir einen Sicherheitsschalter mit einem Schlüssel. Wenn man den einmal abschließt, kann eigentlich keine Person mit dem Teil mehr etwas anfangen. Ist also auch für die Sicherheit ganz interessant. Er hat einige Endschalter, soll bis zu 10.000 mm in der Minute gravieren können. Er soll 0,01 mm akkurat sein. Er hat Wi-Fi mit an Bord, damit man auch ohne Kabel gravieren und schneiden kann. Das Ganze kommt in einem Aluminiumgehäuse, beziehungsweise ist ja kein Gehäuse, sondern ein Rahmen. Also in einen Aluminiumrahmen ist das ganze Teil verbaut. Und naja, Sicherheitsbrille ist auch mit dabei. Da sage ich euch aber gleich vorweg, die könnt ihr bitte sofort entsorgen. Kauft euch da etwas Vernünftiges. Ihr habt nur ein Augenlicht und wenn das weg ist, dann ist es dunkel für immer. Also riskiert es nicht. Ich traue der Brille nicht. So, schneiden soll das Teil 20 mm Holz. Da ist natürlich die Frage, was für ein Holz ist da gemeint. 20 mm Eiche wird er sicherlich nicht schaffen. Aber wir werden das nachher mal mit Weichholz probieren. Fichte oder Buche oder irgendwas in der Richtung werden wir auch mal testen. Mal schauen, wie er da so durchkommt. 15 mm Acrylglas soll er ebenfalls schneiden können. Man beachte eben dabei, er kann keine transparenten Acrylscheiben bearbeiten. Die müsste man dann entweder irgendwie oben bemalen oder einsprühen mit einer schwarzen Farbe zum Beispiel. Dann geht das auch, aber transparent ist generell für einen Diodenlaser nicht geeignet. So, ja, er soll also einen sehr schmalen Spot haben. Hier ist ein Vergleich mit anderen Laser und den MECPO. Naja, das werden wir nachher auch herausfinden. Ja, hohe Präzision. Alles klar, ist klar. Jeder Hersteller schreibt natürlich, dass seine Maschine sehr präzise und sehr genau ist. Aber gut, diese Werbeaussagen werden wir auch überprüfen. Ja, es ist so eine Scheibe mit dabei, die legt man unter. Also auf das Werkstück drauf. Dann kann man hier eine Schraube lösen, den Kopf absenken. Einfach, dass er hier aufliegt, die Schraube wieder anziehen und dann hat man schon den perfekten Fokus eingestellt. Das finde ich schon mal sehr gut. Das Teil ist erweiterbar. Standardmäßig macht er 410x400 mm und mit einem Erweiterungsset kann er 750x400 mm schneiden oder gravieren. Okay, wer es braucht, finde ich das nicht schlecht. Ja, wie gesagt, die Schutzbrille, sehr wabbelig, sehr einfach, würde ich nicht benutzen. Lieber was Vernünftiges kaufen, investiert da 20, 30 Euro, das sollten euch eure Augen wert sein. Ja, hier ist nochmal die Werbung mit der Luftpumpe, ne? Mit Luftpumpe, ohne Luftpumpe, klar, man hat dann Schmauchspuren und mit der Luftpumpe wird dieser Qualm weggeblasen und dann hat man nicht diese Schmauchspuren. Das ergibt also schon Sinn. Ja, Flammensensor ist klar, das kann natürlich auch ein Fluch sein. Das Teil kann natürlich auch mal falsch auslösen. Dann stoppt der Laser und man muss ihn wieder starten. Aber ich weiß es nicht, wie das Gerät hier reagiert. Wir werden das nachher feststellen. Sicherheitsschalter, wie ich gesagt habe, und einmal diesen Tiltsensor, einmal Schloss und Schlüssel, Endstops, alles das, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Interessant ist halt, wir können mit Lightburn ansteuern. Das werde ich auch gleich machen. Und hier sind noch so ein paar Beispiele. Ja gut, seien wir ehrlich, ich bezweifle, dass das alles mit dem Laser gemacht wurde. Aber gut, ist halt Werbung. Wer schummelt da nicht? Ja, hier wurden Spielzeuge damit gemacht etc. Und das ist der Lieferumfang. Das Teil muss zusammengebaut werden. Es kommt also gut verpackt in einen kleinen, schmalen Karton. Man muss also hier den Rahmen einmal zusammenschrauben, die Füße drunter machen.
das Teil obendrauf die X-Achse, eben zwei Steckerchen verbinden und dann den Laserkopf drauf schrauben. Das ist auch eine Schraube und dann ist man auch schon fertig. Ein bisschen Material ist auch schon dabei, Holz- und Aluminiumplatte, Luftschlauch, Luftpumpe, Anleitung, ja, und das war's eigentlich. Ja, und jetzt schauen wir uns das Teil mal an, packen es aus und bauen es auf. Der Aufbau ging soweit sehr schnell von der Hand, es gab keine Probleme. Drei Schräubchen auf jeder Seite eindrehen, dann einmal die Riemen einspannen, vorne und hinten festklippen. Ja, und dann ist das Ding schon fertig. Vorne Kontrollzentrum natürlich noch eben einmal verschraubt. Und wir können eigentlich jetzt mit den ersten Tests starten. Bin gespannt, wie das Teil sich schlägt. Ich steuere meine Laser alle über Lightburn und ich benutze das Programm sehr gerne. Es ist einfach praktisch und ich habe auch meine Kamera, die ich dann halt ansteuern kann für den CO2-Laser. Deswegen werde ich auch dieses Gerät hierüber ansteuern. Wir haben hier unter Geräte die Möglichkeit, den Laser automatisch finden zu lassen. Ich habe das hier schon getan, wie man sieht. Man geht dann einfach auf Laser suchen, dann sagt er, man soll den Laser mit dem USB-Port verbinden, klickt auf Weiter. Und dann wird er hier auch schon angezeigt. Den brauche ich dann nur einmal anklicken und auf Gerät hinzufügen klicken. Ja, das breche ich hier mal ab, weil ich ihn hier schon drin habe. Und dann wollen wir mal die erste Grafik scannen, beziehungsweise mal einen Test machen. Das können wir auch machen. Wir finden hier oben unter Laser Tools einen Materialtest. Der ist ganz interessant. Hier kann ich dann einstellen, wie viel Position ich haben möchte, welche Geschwindigkeit, Maximal- und Minimalgeschwindigkeit und auf der anderen Seite dann auch nochmal die Stärke, also die Laserstärke von 10-100% soll er mir machen und eine Geschwindigkeit. Ich habe hier alles in Millimeter in der Sekunde angegeben. Bei euch wird wahrscheinlich Millimeter in der Minute stehen, müsst ihr halt ein bisschen umrechnen.
Aber da ich meine ganzen Geräte alle über Millimeter in eine Sekunde anzeigen lasse, habe ich das auch bei diesem hier so gemacht. Ne? Ja, und von daher 300 Millimeter in der Sekunde wäre jetzt ein bisschen viel. Das müsste irgendwas 18.000 so und so viel sein. Das schafft der Laser nicht. Deswegen geben wir hier 166 Millimeter in der Sekunde. Das müsste circa 10.000 Millimeter in der Minute entsprechen. Ja, und dann wollen wir jetzt mal einen Test starten und mal schauen, wo wir unseren Sweet Spot haben und die besten Ergebnisse auf die verschiedenen Materialien erzeugen können. Der Fokus ist recht schnell eingestellt. Einfach die mitgelieferte Platte auf das Werkstück legen, rechts die Schraube vom Kopf lösen, einmal absacken lassen, so dass er aufliegt, Schraube wieder anziehen. Und das war's auch schon. So haben wir immer den perfekten Fokuspunkt gefunden. Wir fangen hier an mit einem Stück Kiefer oder Fichte müsste das sein. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Holzkenner, aber es ist was Weiches auf jeden Fall. Und da machen wir jetzt einmal den Materialtest, den wir gerade in Lightroom erstellt haben. Den Werkzeugtest sollte man für jedes Material und für jeden Laser einmalig machen und sich gut weglegen. Dann kann man immer schön nachsehen, bei welcher Geschwindigkeit und welcher Leistung man das beste Ergebnis für sich erzielt. Ich habe mir jetzt hier einen Punkt ausgesucht, mit welcher Leistung und Geschwindigkeit ich eine schöne Gravur hinbekomme. Und ich graviere jetzt hier mal mein Logo auf dieses Stück Fichte, schätze ich mal. Mal schauen, wie das nachher aussehen wird. Das sieht soweit absolut perfekt aus. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt werden wir mal das nächste Material probieren. Und zwar habe ich hier ein Stück Sperrholz, 10 mm Stärke. Auch dort werde ich jetzt erst einmal den Materialtest drauf lasern und dann nochmal mein Logo. Und nachher versuche ich auch mal hier mit einem Schnitt, wie weit ich hier durchkomme durch das Material. 10 mm Sperrholz ist schon eine Hausnummer. Und auch hier suche ich mir jetzt wieder das beste Ergebnis raus, welches zwischen Leistung und Geschwindigkeit liegt. Und ich kann auch gleich sehen, welche Stärke ich haben möchte, also wie dunkel die Gravur werden soll. Ja, und mit diesen Werten werde ich jetzt einmal hier diese Gravur ausführen.
Ja, die Gravur ist sehr schön geworden, sehr saubere Kanten und ein sehr schönes dunkles Schwarz. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt schaue ich mal, was ich einstellen muss, damit ich mit diesem 10 Watt Laser durch 10 mm Sperrholz komme. Der erste, zweite und dritte Versuch war schon mal gar nichts, kann ich gleich vorwegnehmen. Und ich habe nachher eingestellt 2 mm in der Sekunde bei 90% Leistung und 2 Durchgänge. Und das hat dann auch funktioniert. Ja, da ist er sehr schön durchgekommen. Er hängt nur noch an so 2 Fasern fest. Kann man sehr schön mit dem Daumen durchdrücken, wenn der Daumen nicht so dick wäre. Aber nee, das geht gut. Ja, man muss aber dazu sagen, wie man gleich sehen wird, die Ränder sind doch recht schwarz. Er hat da also dann schon ordentlich gekokelt. 10 mm Sperrholz ist auch schon eine ganz schöne Stärke für solch ein Gerät. 3 mm sollte da wirklich problemlos gehen und auch sauber und ordentlich. Habe ich jetzt leider nicht da gehabt, aber na gut, wie gesagt, 10 mm geht, aber 3 bis 5 würde ich so als optimal ansehen. Als nächstes probiere ich hier Plexiglas in schwarz glänzend, 5 mm Stärke. Ich mache jetzt die erste Gravur mit 60 mm in der Sekunde und 80% Leistung. Man wird nachher sehen, die Gravur ist ziemlich tief. Also der hat sich da ziemlich reingefressen, na eigentlich nicht, ne? Ziemlich stark auf jeden Fall in das Material reingegangen, der Laser. Dadurch wird die Gravur natürlich etwas unruhig und deswegen versuche ich das nach dieser Gravur nochmal mit der doppelten Geschwindigkeit, also 120 mm in der Sekunde und 80% Leistung, und das sieht dann auch deutlich besser aus, wie ihr gleich sehen werdet. Wie gesagt, das waren jetzt 60 mm in der Sekunde mit 80% Leistung. Die Gravur ist viel zu tief drin und wird viel zu unruhig. Deswegen jetzt nochmal mit der doppelten Geschwindigkeit 120 mm in der Sekunde mit 80% Leistung.
Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Mal ein bisschen von dem Staub befreien. Oh ja, das ist richtig schön weiß geworden. Und die Kanten sind sauber und ordentlich. Die Gravur wirkt nicht so unruhig. Aber ich zeige euch gleich noch mal ein paar Detailaufnahmen. Jetzt möchte ich gerne noch mal den Schneideversuch machen. Schnitt in 5 mm Plexiglas. Schwarz, da habe ich dann die Einstellung genommen. 2 mm in der Sekunde bei 90% Leistung. Und da geht er dann auch wunderbar durch. Ein Durchgang, wie gesagt. Ja, das ist eindeutig durchgeschnitten mit 2 mm in der Sekunde und 90% Leistung durch 5 mm Plexiglas schwarz. Und jetzt zeige ich euch nochmal alle Teile nebeneinander. Wir haben hier wirklich sehr schöne Ergebnisse. Hier haben wir einmal unser Muster. Da können wir halt sehen, welche Leistung und welche Geschwindigkeit für uns die besten Ergebnisse bieten. Hier habe ich die Gravur gemacht. Und ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Das ist, wie gesagt, Fichtenholz, also Weichholz. Hier haben wir das Sperrholz, auch hier einmal den Materialtest gemacht. Für mich den besten Punkt gefunden, wo ich eine Gravur mitmachen kann. Und man beachte die Ziffern und die Schriften, die sind wirklich total scharf und deutlich. Ganz, ganz toll. Hier haben wir den Schnitt gemacht, die Gravur. Und ja, hier unten ist es sehr schwarz. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel Leistung und zu langsam macht. Hier ist die Gravur in Plexiglas etwas unruhig geworden und dann, wo ich die Geschwindigkeit verdoppelt habe, ist sie deutlich besser geworden. Ja, und auch der Schnitt passt wunderbar. Wenn ihr Interesse an dem Laser habt, ich habe euch unten in der Videobeschreibung den Link eingefügt und selbstverständlich habe ich für euch einen Rabattcode ausgehandelt. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Andy.